Du bist wie Donner. So, Dämonentür. Erwache. Trag die Maske von Messer, Jake. Die Propheten sahen die Ankunft eines solch legendären Helden voraus. Die Auferstehung der Herbeirufer in der nördlichen Einöde ist eine neue Bedrohung für alle Lebensformen. Wir haben dies seit langem befürchtet. Hinter meinen Mauern liegt das Feuerherz. Dort spricht ihr mit den Propheten, die darüber wachen. Ihr dürft eintreten, aber achtet auf den Herzschlag. Er hat viele vor euch versenkt. Na, dann wollen wir doch mal eintreten und guten Tag sagen. Wir sind die Propheten des Feuerherzens. Es war euer Schicksal, uns aufzusuchen, o Held. Die Bestie erhebt sich im frostigen Norden. Nur wer das Herz bekommt, kann sie stoppen. Seine Kräfte führen euch über das Meer. Dort trefft ihr auf eine Kraft des Bösen, dessen Wut noch nicht einmal der Tod stillen kann. Was soll denn das? Sagt ihm einfach, er soll uns hier rausholen. Ja, dazu kommen wir noch. Um das Feuerherz zu holen, müsst ihr das Rätsel von Tag und Nacht lösen. Und wir sind endlich frei! Seht die Tafel vor euch an. Jedes Mal, wenn ihr alle Monde in Sonnen verwandelt, erlöst ihr einen von uns aus dem ewigen Gefängnis. Füllt ihr das Brett aber mit Monden, stirbt einer von uns und das Feuerherz wird nie euer sein. Ja. Ich finde aber Sterben von euch schon gut. Ihr sagtet doch, er bekäme es, auch wenn er uns alle tötet. Ich habe es gehört. Still, Dummkopf! Es ist ganz einfach. Löst das Rätsel, holt euch das Herz und wir kommen raus aus diesem Loch. Naja. Alle sind zufrieden. Letzteres wage ich zu bezweifeln, dass ihr rauskommt aus dem Loch. Ne? Zu befreien, ja. Ja, komm. Wir haben es verstanden. So, mach mal hier zum Mond. Hier zum Mond. Nein, nur Mondsymbole, glaub mir. Nur Mondsymbole. Verschont meine Brüder! Ich werde niemanden verschonen. So, Mal kurz überlegen, wie ich das hier am besten mache. So. So. Mach ich mal wie folgt. So, und dann gehe ich auf der anderen Seite einfach wieder rum. Wenn es sich jetzt noch zeitlich ausgeht, dann geht das. Ja, ich mache ja schon. Ich töte euch ja schon alle. Das gefällt mir nicht. Ach doch, mir schon. So. Mach ich mal so. Mach ich immer so ein bisschen überlegen, wie mache ich das denn am intelligentesten? Ach shit. Jetzt ist mir die Zeit wieder zwischen. Sonst würde ich jetzt hier einfach hier die Reihe nach immer runtergehen. Aber so nicht. Bei der Macht des Feuers. Oh nein! Hat noch jemand schweißnasse Hände? So, und da haben wir jetzt das Problem, dass wir jetzt hier zwei Sonnen noch über haben dann. Nein, nicht mich umbringen! Nimm die anderen! So, vielleicht, eventuell, möglicherweise. Ja, komm, nerv mich nicht. So und nochmal zurück. Na, shit. War zu kurz. Die Zeit. Oh nein! Hat noch jemand schweißnasse Hände? Dann machen wir es so. Immer diese kleinen Minispiele hier, also wirklich, muss ja nicht sein. Nein, nicht mich umbringen! Doch, dich umbringen. Hör zu, wie wär's mit einem Handel? Ich. Ah! Nein. Seht in euer Herz und verschont den Rest. Nein.
Ah, ein edler Zug. Nein. Definitiv kein edler Zug. Wisst ihr nicht, dass ihr hier ein Mondsymbol gemacht habt? Bitte überdenkt so, warte. Eure Handlung, oh nein, ich werde es nicht überdenken. Vorsicht. Ich weiß, was ich da tue. Oh je. Ja, dieselbe Stimme wie der Gildenmeister. Das ist mir egal, was es muss. Hier geht's nur danach, was ich will. So, jetzt nur die untere Reihe. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. Siehste? Ich wusste gleich, als ich euch sah, dass ihr ein übler Typ seid. Ich hoffe, ihr erstickt am Feuerherz. Na, aber nicht gesterben. Das Feuerherz ist mein. Und alle Weisen sind dahin geschieden. Das Feuerherz. So, was soll ich damit anstellen? Habt ihr das Feuerherz? Ausgezeichnet. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ihr habt mit den Propheten geplaudert? Ich hätte wissen müssen, dass sie euch reinlassen. Ich habe diese Herbeirufe untersucht und weiß zwar nicht, was ihr getan habt, um das Schwert der Ewigkeit zu holen, aber es ist gut, dass ihr es habt. Diese Dinger sind übel. Ich bin sicher, er kann damit umgehen, Dörnchen. Er hat ja auch Jack besiegt. Als nächstes Dörnchen. Müsst ihr das Feuerherz in den Leuchtturm der Huckküste bringen. Seine Kraft beschwört das Schiff, das euch in die nördliche Einöde bringt. Sag mir nicht, was ich zu tun habe, alter Mann. Glück, oh Held. Ich brauche kein Glück. Glück ist zufallsbedingt. Nichts geschieht aus Zufall. So, ja, dann Teleport. Auf zur Küste. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da haben wir die Hochküste. Teleport. Wir haben eine neue Questkarte. Ja, ich weiß, wir haben eine tolle neue Questkarte. Haben wir ja gleich schon angenommen gekriegt. Die Gilde wird immer überflüssiger. Oh, Held, ich habe euch erwartet. Laber nicht. Wie ihr seht, wurde die Stadt auf Veranlassung des Gildenmeisters evakuiert. Muss was Ernstes sein, hm? Es war nicht leicht, alle kurzfristig rauszubekommen, aber wir Wächter verstehen unseren Job. Echt, ich könnte euch Geschichten erzählen. Aber das interessiert euch sicher nicht. Richtig. Dann werde ich euch jetzt in Ruhe lassen, Sir. Guten Tag. So, dann auf zum Leuchtturm, wo wir schon mal oben waren, wo auch dieses Gerät war, was wir nicht benutzen konnten. Aber da müssen wir jetzt hin. Auf zum Leuchtturm. Das wird bestimmt super. Eventuell, möglicherweise. Wenn wir den ganzen Weg wieder hochfahren, können wir noch gucken, was haben wir denn da? Ein Silberschlüssel, yay. Wir haben immer noch keine Truhe davon geöffnet, aber egal. Man kann halt nicht immer alles haben, ne? Das ist hier wieder die schlimmste Treppe, wo man überall hängen bleibt und die Dingens meint, hey Mensch, hey listen und so. Die Kamera. Wow. Das Feuerherz ist platziert? Gut. Wir treffen uns unten. Tja. Tut so, als würde sie uns mögen. Schiff ankommen, sobald das Herz seine volle Kraft entfaltet. Was zum Teufel? Ein Herbeirufer. Er will das Herz zerstören. Wir müssen es beschützen. Kommt schon, wir müssen ja, dann mal schon, los. Bevor er das Feuerherz zerstört. Laber nicht. Töten. Einfach nur töten. Alter! Und so eine magische Barriere hier. Die mich dann daran hindert, hier irgendwas bei ihnen zu machen. Geh sterben. Der hält aber viel aus, du. Und der macht einen guten Damage. Er hat tot. So ein bisschen. Mehr Herbeirufer. Noch mehr. Mehr Zeit zum Aufladen. Kommt schon. Na, dann wollen wir mal. Das sind die Dinger, die hier vorher schon mal an dem einen Altar im Darkwood beschworen werden sollten. Wir haben Gesellschaft. Finde ich nicht gut. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Hey, listen, hey. Ich kann ihn hier so nicht attackieren. Das sind miese Viecher.
Wenn sie dann irgendwas casten, dann haben sie da so eine statische Aufladung. So eine magische statische Aufladung, die einfach nur uns daran hindert, hier voranzukommen. So, das war Nummer 1. Dann jetzt hier auf zu Nummer 2. Oh shit, jetzt castet er das direkt auf mich. Das ist nicht gut. Nochmal so einen Heiltrunk nehmen. Bams. Ja, zück dein Schwert. Ist mir auch Latte. Au, au, au. Ja, das war's. Außer es kommen noch 500.000 Viecher. Direkt aus dem Grund heraus. Gemütlich. Wenn ihr in der nördlichen Einöde seid, aktiviert euer Gildensiegel die Teleporter dort, dann komme ich zu euch. Schnitter hätte es schon lange getan, aber er zerstörte sein Siegel, bevor er ankam. Wollte wohl nicht, dass Mace von seinem Plan erfuhr. Nun dann, gute Reise. Wie wär's mit einer Schneeballschlacht beim nächsten Wiedersehen? Ach, jetzt tu nicht so. Du bist doch nur... Das seltsame, stille Schiff setzte die Segel und entschwand. Tag um Tag durchpflügte es die Wellen. Ein Phantom des Ozeans in ständiger Fahrt. Und dann ragten die ersten Eisspitzen aus dem Nebel am Horizont. Dies war das Ufer der vergessenen Bucht. Dahinter lag die nördliche Einöde. Ja, dann sagen wir nochmal guten Tag zur nördlichen Einöde. Zum Möchtegern Nordend. Unser Bart ist mal wieder gewachsen. Willkommen in der nördlichen Einöde. Ich hielt euch schon für verloren. Ich bin Schnitter. Mein Name ist in der Gilde, jedoch dank Mace schon längst vergessen. Leider kann ich euch nicht persönlich treffen. Ich muss im Dorf Snowspire bleiben und es vor Herbeirufern schützen. Sie sind schrecklich, aber nur ein Symptom einer viel größeren, sich in diesem Land erhebenden Macht. Trefft mich in Snowspire im fernen Norden. Dort erkläre ich alles. Und dann suchen wir das alte Orakel der Stadt auf. Ach ja, machen wir das. Hoffentlich lässt es sich aktivieren und kennt die Antworten. Wir werden auch immer älter, ne? Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Yay! Neue Questkarte, yay! Party! So, halt, nee, ich will hier nochmal ins Haus gucken. Die Teleporter sind in Betrieb. Schön. Ich werde mich umsehen, nachdem ich mit Schnitter gesprochen habe. Bis später. Ja, ja, mach du mal. Fang jetzt nicht an, mit mir zu flirten hier, ne? Also wirklich nicht. Stehe ich nicht drauf, muss nicht sein. Ne? Vorher wollte mich auch niemand lieben. Jetzt brauche ich eure geheuchelte Liebe auch nicht mehr. Wiederbelebungsfiole.